Hey Leute, Wumpelzump hier, die Stufe 30 Magierin, die bewiesenermaßen lebendig ist, obwohl sie untot ist. Starkes Stück, oder? Ha, nee, kommt, hört auf jetzt. War gar kein Problem. Gar wirklich nicht. Scheiße. Scheiße. Nein! Nein! Welt betreten. Ihr habt nichts davon gesehen. Nichts davon, okay? Ich werde das jetzt nicht mehr, nicht nochmal neu aufzeichnen. Jetzt bin ich raus. Wo waren wir? Wumpelzump. Stufe 30 Magierin. Toll, cool. Warum, wer, warum, was, wie, hä? Ja, Wumpelzump entstand irgendwann zwischen meinem dritten und zweiten Charakter, denn so rum sagt man das. Ja, war einfach mal zur Abwechslung gedacht. Abwechslung in Hinsicht auf dieser crazy Nervenkitzel, den man halt verspürt, wenn man so einen Hardcore-Charakter spielt, den man gleichzeitig, in einer Videoserie behandelt. Dann, das ist ein Nervenkitzel, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie aufregend das ist. Also nicht vorstellbar. Deswegen musste ich mal ein bisschen runterkommen und habe diesen Magier erstellt. So ein bisschen für mich. Hab durchaus Sachen aufgenommen und auch kommentiert. Aber hauptsächlich habe ich kommentiert, wie furchtbar ätzend das ist, einen Frostmagier zu spielen. Was mich nicht davon abgehalten hat, einen Frostmagier zu spielen. Wieder und wieder und weiter und weiter. Irgendwann jedoch habe ich auf Feuer umgeskillt, wie ihr sehen könnt, weil offensichtlich sind das hier Feuerzauber. Für die man teilweise auch Feuer skillen muss. Und nicht Frost, sondern Feuer. Hier das. Entschuldigung. Jamie, yes. Do we have material from the, you know, the switch, the skill tree switch? Yes, yes, pull up the video, please. Thanks. So, ich bin nun ein Feuermagier. Denn wer sagt, dass nur Eismagier irgendwas reißen? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das jemand sagt. Vielleicht sag ich das gleich, nachdem ich meinen ersten Elite-Gegner bekämpfe. Ich werde ihm hier erstmal so einen schönen Pyroschlag in die Schnauze reinhauen. Dann kommt ein Feuerball-Junge. Und dann werde ich den versengen. Und dann ist er schon tot. Ihr werdet sehen. Ich hoffe, dass kein Respawn nachkommt. Auf wie! Hui, ich habe kurz vergessen, dass ich das hier kann. Tja, easy. Gar kein Problem. Ja, gut. Also, wie ihr gesehen habt, wäre diese Aufnahme hier beinahe nicht zustande gekommen. Aber sie kommt zustande, jetzt in diesem Moment. Denn damit konnte ich immerhin sehen, okay, es ist möglich, ist natürlich immer möglich, mit einem gewissen Levelunterschied und Skill. So wie ich den zu einem ganz, 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 ganz großen Teil habe. Aber es geht. Und von daher
geht das hier auch als Charakter. Ist natürlich nur eine Filler-Episode, das wissen wir alle. Die Jäger sind hier die eigentlichen Stars. Aber ich meine, hey, Wumpelzump ist nun Stufe 30 und ich habe hier noch ein paar Quests offen, die ein bisschen riskanter sind. Einmal hier diese Elite-Gegner und dann muss ich hier noch in dieses Haus hier rein, wo ganz viele Verrückte sind. Und das ist verrückt. Ich hätte natürlich auch die Möglichkeit gehabt, also ist ja natürlich ein ganz großes Ding, ne? Frost, AOE-Farming und so. Habe ich allerdings noch nie gemacht, so wie ich Magier allgemein noch nicht so furchtbar viel gespielt habe. Ich habe einen einzigen Charakter, der Magier ist und den habe ich nicht so furchtbar viel gespielt. Und in Classic sowieso nicht. Also habe ich mir gedacht, hey, wäre vielleicht nicht die allerbeste Idee, auszuprobieren, wie AOE-Farming als Frostmagier funktioniert unter Hardcore-Bedingungen. Mal sehen. Vielleicht kommt das noch. Allerdings bin ich nun erstmal weiter in Feuermagier und Feuer ab. So, ich werde mit der Mine beginnen. Weil ich da das Risiko am höchsten sehe, zu sterben. Übrigens, ein Wort zum Pyroschlag, ne? Also, verstehe, dass Classic nun mal aus einer anderen Zeit kommt. Und wir alle lieben Classic deswegen, genau deswegen. Aber, wer sich damals wirklich gedacht hat, hey, Pyroschlag, ein 6-Sekunden-Cast, das ist eine geile Idee. Uff, uff, weiß ich nicht. Also, I mean, come on. Apropos, come on. Also innerhalb des Kampfes wäre das was anderes. Aber jetzt außerhalb des Kampfes hätte man da nicht sagen können, okay, der Pyroschlag dauert nur 3 Sekunden, wie der Feuerschlag, der Feuerball, der ebenfalls schon sehr, sehr lange dauert. Ich kann das weiter skillen. Dann dauert der nur noch 3 Sekunden. Aber das dauert schon alles sehr, sehr lang. Not a fan. Not a fan. Aber gut. Ich habe deswegen den Pyroschlag lange, lange Zeit nur gar nicht verwendet. Außer jetzt zum Beispiel bei besonders schwierigen Gegnern oder Elite-Gegnern wie dieser Spinne da. Aber das Ding ist halt, das Mana-Schadensverhältnis, das ist schon ziemlich verdammt gut. Und deswegen mache ich das seit ein paar Leveln häufiger. Außerdem habe ich das Ding ja nun mal gekauft. Und deswegen wird das nun benutzt. Bap! Ist schon eine Weile her, dass ich diese Quest hier zuletzt gemacht habe. Und wenn ich mich nicht täusche, ist der Mob, den ich töten muss, ruft der Mob, den ich töten muss, Verstärkung. Hallo, Herr Ed.
Jetzt killen die den, ey. Scheiße. Er ist natürlich... Natürlich so ein bisschen die Problematik bei einem Hardcore-Charakter. Ich darf das nicht. Aber eigentlich wart ihr Ficker nach mir da. Oh, hier ist noch einer. Kinder! Da bin ich fast geneigt zu sagen, da mache ich Stinky drauf. Also wieder raus und zum Rathaus. Lass mich. Pyro-Schlaging. Es lädt immer noch auf. Look at my Wasser is amazing. Give it a Schluck. Lecker. Pyro-Schlag. Bäh. Wow. Wow. Alles gut. Alles gut. Kleine Stärkung. Dich brauche ich. Nee, dich hatte ich schon. Ach
Der Bürger Wilkes. Okay, gut, 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 gut. Muss jetzt wirklich hier langlaufen. Nee. Come on. Okay. Da. Okay, es ist schon wieder respawnen. Trink, 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 trink. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was muss ich machen, das hier zerstören? Ja, ja, ja. Und, das war's. Dich töten. Okay. Gut. Dann. Hier sollte mir egal. Ich gehe zur Mine. Ha, aha. Kann ihn anvisieren. Wo ist er? Wo ist er? Da! Da unten! Okay. Okay. Hallo ihr Lieben, ich muss hier leider einen kleinen Cut ansetzen, weil mein Sponsor hat gesagt, Royd Shadow Legends hat gesagt, wenn ich den Part drin lasse, dann muss ich den Geld bezahlen und deswegen ist der nicht drin. Ist aber nicht so schlimm, weil das war nur der Part, wo ich 3 Stunden Yetis getötet habe. Okay, cool, kann weitergehen. Ciao, hab euch lieb. Achso, Promocode ist Don't Sue Me. Tschüss. Was jetzt? Bonds? Warte mal, war das der Typ in der Mine? Ich will aber eigentlich nicht nochmal da rein, ne? Nee, sorry, Natalia, da kann ich nicht, da habe ich schon was vor. Aber das hier habe ich auch gemacht. Neuer Zauberstab, schlechter Zauberstab. Dann nehme ich den Plünderbogen. Und die Kapuzenkutte bekomme ich sowieso. Jetzt ziehe ich mir gleich mal. Nein, das, ich habe dir doch gesagt, ich kann da nicht. Habe ich einen Termin? Sorg, sorg. Ja, habe ich sofort gefunden.
Goldia. Aha, 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 okay. Vorwärts zum Sieg. Rektor Deathgate. In Desolace. Siehet in Ehren. Alles klar, machen wir. So. Taiwand, ich habe deinen Stick gefunden. Was ist? Jupp. Scheiterhaufen, das war das, wo ich nach Dingsbums muss. Ah, aufgeladen. Oh, muss ich da nochmal rein, oder was? Ich muss da nochmal rein. Ja. Ah, ne, sorry. Ich wollte gar nicht mit dir sprechen. Hoffentlich ist der Hammer richtig. Kann fallen. Das darf ich noch gar nicht machen, glaube ich. Lebt wohl. Oder das hier. Nee, das darf ich noch nicht machen. Muss mal kurz. Ich komme später wieder. Ehrlich. Gold hier ist auch noch rot. Ja, wo war das? Der Hammer kann fallen. Der Hammer kann fallen. Warum ist es gelb? Wenn es eine andere Quest ist, du Arschloch. Ganz eindeutig. Das sind auch diese Elite-Oger da oben. Also warum? Hallo. Lügst du mich an und sagst, das wäre eine gelbe Quest? Anders sieht die nach Dalaran. Die dunkle Fürstin schütze euch. Hier. Ah ja. Ah ja, ja, ja. Hier gibt es ja doch noch ein paar Aufgaben mehr. Warte mal, gucken wir mal kurz. Raus mit der Sprache. Doch, das ist in der Mine. Nee, ich gehe nicht nochmal in die Mine. Ich weiß auch nicht, ob ich hier nochmal rein möchte. Da war ich schon 10 Stunden. Hättest du mir nicht sagen können, ey, übrigens, wenn du diese Route da hast, ne? Dann, da sind auch so Pfannen. Dünst den doch mal an, den Stick in den Pfannen da. Aber nee, warum auch? Scheiße. Vielleicht mache ich auch erstmal das hier. Ich glaube, das mache ich erstmal. Hab Bock nochmal auf so eine Quest. So, Leute. Hummer hat wieder sein Schwert zurück. Her damit. Oh, das sind Scharfschütze. Scharfschützen. Schützen aus der Ferne. Lass mal. Ich nehme hier so einen Gebirgsjäger. Okay. Wäre auch zu schön gewesen. Oh, hatte ich mein Wasser jetzt weg. Mein gutes Brot auch. Gebirgsjäger. Scharfschütze. Ich glaube halt nicht, dass ich die machen kann. Aber um das wirklich zu wissen, muss man das wohl ausprobieren. Bleib du mal bitte weg da. Ach, come on.
Okay, ist aber nicht so schlimm, so ein Scharfschütze. Das ist zu weit entfernt. Ja, ja. Nee, da darf ich gar nicht. Nicht gerne gesehen unter Magiern. Ist noch nicht bereit. Ich brauche mehr Mana. Ja, ist doch ein bisschen knapper bei denen. Okay, das ging ja. Das ging ja. Sehr gut. So. Hier muss ich hin. Aber das gefällt mir nicht. Was ist mit dir los? Okay. Okay. No, sir, I don't like it. Und ja, ist mir eben aufgefallen, der Hammer kann fallen ist natürlich nicht die Quest Goldir. Der Hammer kann fallen, der fällt hier. Deswegen war sie gelb. Aber das hier ist
Mindestens orange. Bin allerdings auch fast 32. Warum mache ich da nicht erstmal was anderes fertig? Zum Beispiel... Nicht das. Ich gehe nicht in die Mine rein. Das ist 34. Gefängniseinbruch. Ich mache den Gefängniseinbruch. So, was geht hier vor sich? Ich benötige Blutsteinsplitter und Blutsteinkeil. Und Blutsteinmarmor. Etwas anvisieren. Das war der Marmor. Das ist der Keil. Oval. Das lädt immer noch auf.
Ich loot euch mal noch nicht. Oh, okay. Das kann ich noch nicht wirken. Hab ich mir fast gedacht. Das wollte ich gar nicht. Aber why not? Wollte ich nämlich doch reingelegt. Oh, 36. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Okay. Nichts für ungut. Ja, nun, vielleicht waren die Ogre doch nicht so schlecht. So, ich habe mich schnell noch Level 32 geholt, war gerade beim Magierlehrer, da gab es nicht so furchtbar viel, außer neues Brot. Aber ich beschwere mich nicht, Brot ist gut. Hab gerade gesehen, ich will auch ein bisschen Schneiderei lernen. Dieses Rezept hier für diese Phönixsoße, die müsste ich mir mühsam ergaunern bei irgendwelchen fiesen Lumpen. Aber so eine Hose hier und die passende Weste dazu, die kann ich mir einfach kaufen. Das ist ein bisschen gemein, finde ich. Aber dafür kann ich mir bald Seidenpacks machen. Das finde ich gut. Begrüß den Schatten. Ich bin von den Verlassenen. Das Blöde ist natürlich, dass ich mit der ersten Hilfe etwas hinterher hänge. Und vermutlich auch mit Schneiderei dadurch. Ist nicht so furchtbar hoch. 150 für Stufe 32. Ich meine, die hier könnte ich schon mit 24 tragen. Vorsicht! Feinde im Übermaß! Ich bin ganz Ohr. Die dunkle Fürstin schütze euch. Okay. Werde ich niemals machen können. Sehr gut. Was ist? Es sei denn, ich habe sehr viel Glück und fisch aus irgendeiner Truhe vielleicht mal das ein oder andere schwere Leder raus. Dann komme ich vielleicht auf eins, aber ja, vermutlich nicht. Vermutlich nicht. So, wo kriege ich denn jetzt
Unsere Zeit wird sag mal hier, Rhiannon. Hallo? Josef. Tschüss. Josef. Sucht nicht den Josef. Tod. Hallo Josef. Was haben wir hier denn noch? Blödsinn, Blödsinn. Und das war's schon mit Seidenkram. Hm. Ich hab mal das Gefühl, da gibt's sehr, sehr viel. Tschüss. Ich glaube, ich werde mal Seidenverbände lernen. Zumindest ein paar dann machen. Das wäre schon hilfreich bei Gegnern wie eben. Ja, das mache ich mal. Ich kann mir auch in den Düstermarschen kann ich mit Tabitha reden. Die gibt mir einen neuen Zauberstab, glaube ich. Ist allerdings noch rot hier. Und wenn ich mich nicht irre, war die relativ weit im... Das ist nicht... da. Hier. 38. Ja, kann vielleicht noch warten. Die Frage, teleportiere ich mich nach Orgrimmar? Gibt es eine... Rune war relativ teuer. Ja, verkauft die denn nochmal? Du. Was jetzt? 9 Silber. Ja, geht, ne? Aber. Unsere Zeit wird. Ich fahr mal mit der Bahn. Jeder Taler zählt. Vielleicht kann ich mir auf Stufe 50 das Mount kaufen, wenn ich jetzt spare. So. Ich werde kurz Experte. Und dann gehe ich aber nicht zurück. Nein, nein. Ich glaube nämlich, ich gehe mal kurz hier hin. Denn hier ist richtig gut für Anfang 30. Dann werde ich da alles erledigen. Und dann erst... Ich zurück ins Vorgebirge. So nämlich. Okay, ich habe eine Menge erledigt. Alles um genau zu sein in diesem Gebiet. Ich vermute, dass ich direkt hier hinspringe, weil auf dem Weg hier nicht wirklich viel Spannendes passiert ist. Ich gebe das jetzt hier alles ab. Und denke, dass ich dann zurück ins Vorgebirge kehre. Ja, schön, dass ich helfen konnte. Cool. Okay. Zurück in... Nicht im Vorgebirge, ich bin ja schon in, wie heißt der Puff hier? Arati-Gebirge. Hier sind die Riesen-Yetis. Ich bin außer Reichweite. Aber ich bin außerhalb ihrer Reichweite. Bin nicht ganz herausgefunden, ob die frostresistent sind. Vermutlich.
Auf jeden Fall nicht eisrüstungsresistent. Test. Okay, es geht. Gucken, ob da ein fieser Obermufti drin ist in der Höhle. Ober-Yeti-Mufti. Schon eine Weile her, dass ich diese Quest gemacht habe. Ich habe sie noch nicht allzu oft gemacht. Ich habe mich so ein bisschen daran gewöhnt, den Pyroschlag zu verwenden. Kam mir auch gar nicht mehr so lange vor die 6 Sekunden. Kürzer wäre immer noch schön. Aber für den Augenblick geht das. Wenn ich nur den Feuerball benutze, dann muss ich doch sehr häufig trinken. Und ich muss so schon sehr häufig trinken. Und ich weiß nicht, ob ich noch eine Blase habe. Also beunruhigt mich das immer so ein bisschen. Okay, kein Obermufti hier drin. Aber drei kleine Muftis. Das lädt immer mehr auf. Ja. So, wie ist das denn mit euch? Euch gibt es, glaube ich, nur im Doppelpack, vermutlich. Kein Problem. Safety first, Sicherheitsbrot, deployed. Ich trinke auch ein Sicherheitswasser. So, dann halte ich mal meinen Stick hier in diese Flamme. Und dann habe ich alle drei. Geh weg, Marker. Einen frischen Kadaver. Ach so. Das muss ich auch hier machen. Das ist ja schon wieder... Okay, Frostdrachen. Ich weiß nicht mehr ganz, wann ich diese Quest angenommen habe, aber man kann hier überall frisches Gerippe aufsammeln. Von Löwen und so. Und dann kann ich das wohl da grillen. Und dann kommt Frostdrachen und will mit mir grillen. Und sage ich, nee, Frostdrache, ist meins. Wenn wir Bratmaxe grillen, können wir das gerne nochmal wiederholen. Und da will jeder gleich ran, ist klar. Aber nicht bei Rippchen. Das Dumme ist nun, wenn ich mich richtig erinnere, muss ich nun diese Route, meinen Stick, muss ich irgendwo bei South Shore beisetzen. Kann ich noch nicht wirken. Und die Wachen dort dürften
klar, Elite zum einen, aber auch noch Totenköpfe sein. Totenköpfe. Und das ist gefährlich. Für alle Beteiligten. Also für mich als Beteiligter. Guck mal, da ist es auch schon. Ich muss gar nichts abgeben. Muss die direkt da begraben. Lelelelele. Was machen wir damit eigentlich? Aufladen. Wenn das Ritual abgeschlossen ist, stoßt ihr die Route in Helkulas Grab in South Shore, der streng bewachten Menschenstadt im Süden. Die Rache wird unser sein. Weiß doch nicht, wofür wir uns rächen, aber bei einem ausgeklügelten Racheplan bin ich sofort dabei. Es sei denn, ich stoße da auf Widerstand. Gefahr oder auf ein sonstiges Risiko irgendeiner Art, dann bin ich sofort raus. Sofort. Ja, hier sind überall diese Rippchen. Bär nicht, aber Löwen. Lecker Löwe. Ich schaue mir das wirklich nochmal an. Ne? Also wenn ich da irgendwie Gefahr wittere, bin ich sofort raus. Drehe mich sofort wieder um. Not even trying. Warte mal. Kannst du mal bitte aufhören, diesen Sound abzuspielen und dieses Emblem hier einzublenden? Das macht mich nervös. Danke. Stop it. Okay, Nee. Ich behalte den Stick noch ein bisschen. Sorry. Nee. Nope. Nee. Mach ich nicht. Ich versuch's nicht mal. Ich verwechsel das immer. Steuerung Q und Steuerung W. Wollte denn eigentlich cheaten, wie man vielleicht gemerkt hat. Das hier wollte ich mir aufbewahren für die da oben. Naja, die ist ja... Oh, ich wollte nicht looten. Seid verflucht. So, was warst du? Ist immer noch rot. Ich wünschte, ich hätte das aufgehoben. Ich könnte. Das Ding habe ich noch. Okay. Den Feuerzauberschutz, aber den nutze ich nicht. Das ist für Schwächlinge. Ha! What is this?
Das ist kein Questgegenstand. Aber ein ziemlich langes Nicht-Questgegenstand. Wie auch immer. Kegan, dich brauche ich. Okay. Genau. Das war es, was ich noch brauchte. Dann brauche ich jetzt noch 8 Mark. Oh, schaut euch das mal an, was ich gefunden habe. Yes. Perfekt. Fantastisch. Juti, juti. Was jetzt? Ah ja, Diebe, genau. Diebe waren das. Ja, die habe ich gefunden, diese miesen Diebe. Kotzt mich echt an. Oh nee, ernsthaft, da war ich gerade, Junge. Da war ich gerade richtig lange, um diese 10 Steinmark zu besorgen, ne? Und da habe ich auch jede Menge von denen hier noch getötet. Unsere Zeit nee. Wird kommen. Nee, Margus. Das hättest du dir vorher mal überlegen müssen. Also, okay. Sprecht miteinander. Vier Armschienen der Erdmündung. Die sind auch da. Na gut. Damit wären es 2 Aufgaben. Sieg für Sylvanas. Hallo. Ja. Wollte jetzt eigentlich mal in Arati gucken. Da schon mal anfangen. Ich war auch schon mal in Desolace. Um da zu gucken. Aber bin ich mir ganz sicher, wenn es da losgeht. Oder wenn man da gut leveln kann. Da waren noch einige im roten Bereich. Daher ist es vielleicht nicht schlecht, das hier noch zu machen und dann das Level in Arati zu holen. Und dann kehre ich zurück nach Desolace. Ja. Ja. Hallo. Mir ist gerade mein Computer abgestürzt. Und dann musste ich ihn rebooten, um weiterzuspielen. Und jetzt wurde ich disconnected. Ich hatte mich gerade schon mal eingeloggt. Und habe schon gesehen, was passiert ist. Und ich bin gestorben. Yes. Ja. Ich bin tot. Man sieht hier kurz vor dem Hammerfall bin ich rausgeflogen. Oder da ist mein Rechner abgestürzt. Und ich nehme an, da hat mich ein Raptor getötet. Der da in der Nähe war. Ich bin doch ein bisschen traurig. Auch wenn ich diesen Charakter jetzt nicht so in mein Herz geschlossen hatte, ursprünglich, hat es dann doch irgendwann ja, hat doch ein bisschen Spaß gemacht irgendwann. Und dann hatte ich auch hier diese tolle Katze gefunden. Die ist jetzt natürlich auch tot, irgendwie. Das ist jetzt natürlich ja, das ist traurig. Damit endet die Saga um Wumpelzump. Und Magier im Generellen, denn ich kann das nicht nochmal machen. Das ist zu viel. Das kann ich nicht. Deswegen wird es irgendwas anderes sein. Aber
Ja. Okay. Gucken wir mal, wie es weitergeht.